35.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leben mit der Diagnose Demenz. Die meisten von ihnen werden im heimischen Umfeld betreut. Sozialministerin Stefanie Drese hat am Donnerstag an einer 90-minütigen Kompaktschulung in ihrem Haus zur Demenzpartnerin teilgenommen. Mit diesem Kurs startet die Initiative Demenzpartner in MV. Bereits 2016 wurde die weltweite Aktion in Deutschland etabliert. Das wird auch immer mehr ein Thema in nächster Zeit werden. Und genau diese Schulung, die wir heute planen, soll eben zunächst einmal aufklären. Wie erkennt man überhaupt Demenz? Um welches Krankheitsbild handelt es sich? Und wie kann man auch diejenigen, die entweder Betroffene sind oder Angehörige, auch in ihrer Arbeit unterstützen? Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft möchte das Thema Demenz aus der Stigmatisierung in den gesamtgesellschaftlichen Fokus bringen. Direkte Hilfe bei Betroffenen ist der richtige Weg. Beim Thema Demenz helfen kann man, indem man nicht wegschaut, sondern wirklich sich einfach mal die Person anschaut, ob sie hilfebedürftig ist, ob sie Hilfebedarf hat und ob gegebenenfalls sie verwirrt ist und ihr dann helfen, nach Hause zu kommen oder auch sonstige Unterstützung anzubieten. Die Schulungen, die sich an Unternehmen, Organisationen und Vereine richten, werden vom Kompetenzzentrum Demenz koordiniert.